Dann schauen wir mal, was haben wir denn jetzt? Das hier war diese andere Geschichte. Dann probieren wir es doch nochmal hier unten. Ich brauche ein Gefährt. Ich habe auch keine Ahnung, wo habe ich denn mein Auto geparkt? Okay, Freunde, und dann ich habe jetzt aber auch keine Lust, großartig hier eins zu klauen. Weil dann hängt mir wieder die Polizei am Arsch. Parkt hier dann irgendwo ein Auto. Wir laufen einfach mal, bis wir ein Auto finden, was wir mitnehmen. Guck mal da drüben, da ist Parkplatz. Ich habe ein great project, that need outsourcing. Nehmen wir den. Steht hier gerade so ungünstig. Ein Phantom. Und meine Nachbarn sind am Bohren. Heißt du 1A aufgeparkt. Ja, aber darauf freue ich mich auch schon. Wir müssen uns nämlich überlegen, wenn wir mit der Story von GTA durch sind, was wir dann als nächstes machen. Wir haben wieder zwei Spiele zur Auswahl. Immer noch Hogwarts Legacy, was wir dann nochmal von vorne anfangen wollten. Und Baldur's Gate 3. Oder eventuell ein drittes, wo wir uns dann noch überlegen müssen, welches das ist. Aber aktuell wären es entweder Hogwarts Legacy oder Baldur's Gate 3. Und dann aber einmal ordentlich Baldur's Gate 3. Weil bisher haben wir irgendwie nur den Anfang gesehen. Aber ich würde das halt auch gerne mal weiterspielen, weil mich die Story halt unfassbar interessiert. Aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Huch. Hoppala. Naja, sieht nicht so schlimm aus. Oder? Nee, geht. Geht, geht. Halb so wild. Ist nur ein Lackschaden. Es ist nur ein Lack. Oh, Jimmy, Onkel T. Oh Gott. Ja, das lesen wir gleich, wenn wir irgendwo angekommen sind. So, hier ist mir das letzte Mal das Spiel abgeschmiert. Gucken wir doch mal. Ah, das ist die Sache mit dem U-Boot, ne? Kann das? Ich meine schon. So, ganze Ammunition. Hier ist dein Nizzle Jizzle. Oh Gott, Onkel T, hier ist Jizzle, Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Wow. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Oh wow. Wir haben mit Trevor einen wahnsinnig guten Einfluss auf die Kinder von Michael. Toll. Toll, 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 toll. Okay, wir müssen irgendwie erstmal. Hol dir das Tauchboot. Miniatur-U-Boot, okay. Da ist das U-Boot, okay. Kommen wir da einfach so hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss ja irgendwie hochkommen, um... Of course.
fahren muss. Wie kann ich das denn? Wo ist denn das Bedienen? Okay. Fine. What you doing here? Nix. Okay, da ist das U-Boot. Aber wie komme ich da jetzt ran? Okay, wie komme ich da rein? Aha. Okay. Oh Gott. Oh, oh. Trevor? Foyt. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Foyt. Don't go quiet on me or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Western docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this. Die Kamera ist ja mal richtig scheiße. This is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. Don't. Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Okay, ich kann da rum. Ich hätte auch hier rumfahren können. Okay, aber wir are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Okay. Ja, wir fahren jetzt einfach durch den Fluss und mal gucken. Oder den Kanal oder was auch immer das ist. Das sollte ja eigentlich einfach so machbar sein. Okay, war vielleicht doch nicht so eine tolle Idee, hier lang zu fahren. Ich sehe halt super wenig. Das macht mich gerade auch ein bisschen fertig. Ich mag das nicht. Super behäbig. Also gerade das Auf- und Abtauchen ist super behäbig. Oh, jetzt muss ich mich drehen und dann da. Easy. Okay, Murphy macht komische Dinge. Thank you.
Oh, 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 oh. Da will ich nicht gehen. Also die Steuerung von Wasserfahrzeugen finde ich ein bisschen bäh. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Okay, aber wir haben jetzt das U-Boot, was wir brauchen. Für unseren großen Coup. Das ist schon ein schönes Ding. Schön gelb. Yellow Submarine. Right, I'm yeah. here. Oh, geez. It's just down the road. Los Santos Marine, past the shipyards. Fällt doch überhaupt nicht auf, dieses kleine U-Boot auf dem LKW. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Drive it under there. You can park it there. Oh, that's it. Ich wollte eigentlich. Ja, das läuft ja 1A. Okay, wir machen mal eben eine große Drehung. Boah, ich und LKW fahren, ne? Na Leute, ich fahre einen Swift, verdammte Scheiße. Also im echten Leben jetzt. Warum ist das jetzt schon wieder so dunkel hier? Unfassbar. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweetmeats. Now get out of here. Ja, tschüss. Was muss ich jetzt machen? Wo läuft ihr denn hin? So eine Dumpfbacke. Ja, genau. Mach dein Auto kaputt. Was ist denn mit dir? Einfach mal schön sein eigenes Auto kaputt gemacht. Eieieiei. Minyan Fuhr U-Boot bestanden.